Haben Sie schon einmal Seekuh gegessen oder Glänkersau? Diese nach den Regeln der Marketingkunst benannten Spezialitäten werden an einem der wahrscheinlich idyllischsten Flecken Oberösterreichs serviert, am Glänkersee bei Windischgarsten. Weil man von Idylle und Romantik allein aber nicht leben kann, sind die Wirtsleute dort kreativ geworden. Ja, es stimmt, es ist fast schon kitschig, wenn man hier rund um den Glänkersee spaziert. Übrigens eine kleine, gemütliche, Kinderwagen- und Rollstuhltaugliche Runde. Und noch kitschiger wird's, wenn man die Kühe und Schweine beobachtet, die hier gemütlich vor sich hingrasen und grunzen. Übrigens, das ist eine Glänkersau und das ist eine Seekuh. Ein Marketing-Gag, der jedoch 100% bio ist und laut den Gästen vorzüglich schmeckt. Aber die Seekuh muss nicht durch den See in den See. Nein, es ist halt einfach, weil sie, die Seekuh ist halt eine Bio-Freilandkuh, die halt mit Blick auf den See lebt, neben am See und halt ein schönes Leben hat am See. Was heißt jetzt genau Bio? Also was kriegen die Viecher dann zum Fressen? Also unsere Tiere kriegen die Rinder nur Gras und Heu, kein Silofutter. Und die Schweine kriegen bei uns nur geschrottetes Getreide, gekeimtes Getreide und Bio-Kartoffel gekochte. Und dann halt aus der Küche, wenn in der Früh Gemüse zuputzt wird, das ist auch Bio, da kriegen sie dann auch die Reste. Der Seebauer am Glänkersee ist seit 1902 im Familienbesitz. Und weil die jungen Wirtsleute nicht immer nur schön Wettergäste haben wollten, das wäre fürs Geschäft auch zu wenig, tischt man den Besuchern einfach das auf, was der Glänkersee und sein Ufer ebenso hergeben und was selber gegessen wird. Ich wäre unzufrieden, wenn ich nur irgendwas rausknall, was ich selber nicht essen möchte. Ich will, dass die Leute zufrieden sind, dass es noch gut schmeckt und dass sie wiederkommen. Das sagen wir, da können wir wieder hinfahren und vielleicht fahren wir einmal her, wenn es nicht so heiß ist, wenn es nicht so schön ist. Und dadurch haben wir halt eine relativ gute, oder nicht eine relativ gute, sondern eine sehr gute Gästefrequenz, wenn das Wetter nicht so super ist. Was ist denn eigentlich das Schöne dran, wenn man Viecher verarbeitet, die so leben? Ich habe den Kontakt zu den Tieren, die haben keinen Stress, die kennen mich. Ich schlachte es selber, ich verarbeite das selbst. Und für mich ist es halt ein Genuss, also ein Tier zu verarbeiten. Wenn man sieht, von klein auf lebt es bei uns. Namen gibt der Heinz den Tieren keine. Das wäre dann doch ein wenig zu hart, wenn es heißt Abschied nehmen und ab zur Schlachtbank. Die ist aber nur einen Kilometer entfernt und die Tiere marschieren stressfrei dem Ende entgegen. Für uns der Beginn des kulinarischen Genusses. Das heißt, die Gäste gehen dann um und sagen, ah, da rennt mein Spägummer um. Ja, genau. Die können sich einen Späg anschauen und das gefällt ihnen. Und sie legen einen Wert drauf, solche Schweine, die was so ein schönes Leben haben. Oder auch die Rinder. Und das ist ein Genuss, das Fleisch dann zu essen. Mein Tipp, an einem Wochentag bei nicht ganz so perfektem Sonnenstrahlewetter kommen. Dann hat man die Chance auf ein Platzerl unter den alten Kastanien und ein Plauscherl mit der Wirtin.